Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich war wieder bei Rossmann. Ich heiße Nathalie übrigens. Ja. Ich habe wieder etwas Neues entdeckt. Limitierte Edition bei Essence. Zodiac. Also gibt es vier verschiedene diese Richtung. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Ehrlich gesagt, ich teste mit euch heute diese drei Produkte. Ich wollte euch erzählen, warum ich habe nicht mehr gekauft. Da gibt es noch Spray. Sehr interessant. Sieht so toll aus. Da drinnen gibt es noch Steinchen. Ich wollte euch ganz kurz natürlich meine Videoaufnahme im Drogerie zeigen. Meine Zodiac ist Fisch, also ich bin Wasser. Ich habe mich trotzdem für andere entschieden. Erde Lidschattenpalette, also die sieht sehr schön aus. Hier gibt es neue Farben. Guckt ihr, wie das wurde geöffnet, also richtig schön. Ich liebe Lidschattenpalette aus Pappe. Ich finde, die würden passen für Alltags, für besonderes Anlass wegen dieser grünen Farbe. Und diese Lippenstifte für mich ausgesucht, auch aus vier verschiedene Zodiac-Richtung, also eine, das ist Erde und Wasser bestimmt, Water, genau. Richtig schick, es gefällt mir richtig gut. Und das sind matte Lidschatten. Ich liebe matte oder ein bisschen glänzende Lippenstifte. Lipglosse liebe ich so sehr, aber ich mag keinen metallischen Effekt, weil das macht meine Lippen kleiner und ich weiß nicht, das sieht so billig bei mir aus. Bei mir sieht das billig aus, okay? Okay, ganz kurz Information zu diesem Spray, der könnte funktionieren als Fixierspray, aber auch als eine Primer. Ich habe natürlich Inhaltsstoffen angeguckt und an zweiter oder dritter Stelle beim jedem Produkt, ich habe jede Luft, Wasser und so weiter, Erde geguckt und jeder enthält Alkohol. Also für mich das ist too much. Ja, danke schön. Nein, deswegen verzeiht mir, ich habe das nicht mitgenommen mit euch zusammen zu testen, weil für meine Haut mit Rosazea und Kuperose, das ist eine No-Go. Also ich wollte keinen Alkohol auf mein Gesicht verteilen und ich habe keine weitere Lidschattenpalette für mich genommen, weil erstmal selber, ich habe sehr viel. Ich wollte nur eine wenigstens davon nehmen, aus dem Grund für euch testen, Qualität sehen und ich finde für so kleine Palette 5 Euro, das ist ein bisschen auch teuer, ehrlich zu sein. Hier übrigens 7,2 Gramm, 55 Cent pro eine Farbe. Mir gefällt hier, dass hier gibt es eine Schutzfolie, gibt es keine Spiegel, wäre nicht schaden für kleine Palette. Ja, ohne diese Folie, Farbe sehen noch schicker aus. Ich weiß nicht, wann kommt dieses Video, vor der Weihnachten, nach dem Weihnachten. Auf jeden Fall, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Ich hoffe, dass ihr bleibt gesund, glücklich und euch geht's gut, obwohl da draußen eine schwere Zeit. Ich hoffe, dass ihr trotzdem nicht vergessen lachen. Ich wünsche euch wenigstens, dass euch geht wirklich sehr gut. Als Basis unter Lidschatten Concealer von Catrice war dieser Concealer hell. Das soll am besten passen. Natürlich verblende mit dem Pinsel. In dieser Lidschattenpalette gibt es nur zwei matte Töne. Pfirsich-Farbton und diese Nude-Haut-Farbton. Die anderen sind mit Schema. Das ist übrigens richtig butterweich. Ja, ich finde, also wie immer, Essence, ich denke, enttäuscht nicht. Diese orangen matte Farbton, also Pfirsich, in meine Augenfalte auftragen. Also Pigmentierung ist gut. Also wirklich gut. Leichte Farbe lässt sich auch auf dem Concealer, frische Concealer, also cremige Produkt auch sehr gut verteilen. Verblende automatisch höher auf meine Augen, diese Augenknochen. Ich würde die Farbe weiterziehen wie leichte Katze-Make-up. Das gleiche Farbe, ich würde jetzt auch auf meine untere Wimpelkranz mit mehr schmaler, trotzdem fluffigem Pinsel auch auftragen. Ich liebe warme Farbtöne. Früher, ich habe kalte geliebt, aber ich denke, seit 3 Jahren
Ich benutze meistens nur warme Farbtöne. Ich finde, die erfrischen, machen mir warme Effekt. Ich denke, passen mir besser. Übrigens, ihr seht, ich habe jetzt wirklich auch von unten nach außen gezogen, so dass ich habe beide Farben hier in einem Dreieck zusammengebunden. Also ich weiß nicht, ob das wirklich Alltags-Make-up ist. Ich denke, Alltags-Make-up für mich zu schminken in letzter Zeit schwer geworden. Wahnsinn, obwohl ich jetzt Bauerfarbe wieder nochmal aufbaue und es lässt keine Fleck. Leicht verblenden mit einem schmalen, flachen Pinsel. Gehe jetzt in Senffarbe. Super, gefällt mir. Trage ich auf meine jetzt bewegliche Lid, aber irgendwie schwer. Farbabgabe ist zu schwer. Vermutlich mit Finger wird es wie immer am besten gehen. Ja, klar. So, das ist jetzt keine Alltagslook. Sehr schön. Echt ganz ehrlich. Na gut. Sorry, Mädels. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, aber wahrscheinlich bei mir ist es unmöglich. Das Einzige, was mir nicht gefällt bei dieser Farbe, sieht schuppig aus. Ich probiere immer noch mit diesem flachen Pinsel jetzt braune Farbe von außen auftragen. Also diese Farbe, ja, jetzt nicht so einfach aufbauen. Okay, mit Finger. Ja, jetzt geht besser. Jetzt, ich wollte das ein bisschen drüber ziehen. Ich habe mir gedacht, das ist Senffarbe, aber das ist mehr Senfgelbfarbe. Naja, okay, das ist First Impression und ich sehe, das ist nicht so, was ich mir gewünscht habe. Na gut, ich verblende das jetzt mit einem fluffigen Pinsel. Die Farbe von hinten nach vorne. Egal, wir testen jetzt Maximum Farbe heute. Nochmal diese Farbe, aber mit Finger. Irgendwie mit Pinsel funktioniert ganz schlecht. Diese Farbe gefällt mir mehr. Ich würde jetzt drüber aufbauen. Wow, okay, diese Farbe ist richtig schön. Schade, dass ich nicht damit angefangen habe, aber es ist vielleicht für mich schade, so denke ich, aber für euch ist gut, ihr könnt ein Maximum sehen, Farbe auf meine Auge, ja? Alltags-Make-up ist das auch nicht. Verblende ich die Grenze, Schimmerfarbe in meine matt Pfirsich-Farbton. Das ist jetzt Pinsel wie eine Stift, braune, wieder mit Schimmerfarbe. Hier an die meine Außenwinkel auftragen. Verblendet auch automatisch in meine Augenfalte und ein bisschen ziehen nach außen. Damit dieser Übergang zwischen ganz helle Gelbe und Pfirsichfarbe wird mehr sanft, mehr weich. Und dann mit dem Rest in meine Augenfalte gehen. So, das gefällt mir schon mehr, aber ob das Alltags-Augen-Make-up, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, hier fällt Spiegel in meine innere Winkel. Ich wollte diese Farbe auftragen. Wow. Also richtig schön. Wirklich, mir gefällt diese Lidschattenpalette. Ich finde wirklich sehr schön, praktisch unterwegs zu nehmen. Die ist klein, die ist leicht, alle Farbe für Alltag und besonderes Anlass dabei. Also mit Minimum kann man Maximum machen. Nude Hautfarbe, damit hier ganz oben leicht das alles verblenden. Ganz, ganz leicht. Und unten das gleich. Es ist wirklich passt perfekt zu meiner Hautfarbton. Okay, jetzt besonderes Einlass. Erstmal, ich würde auf jeden Fall Concealer auftragen. Ich will richtige grüne Smoky. Flache Pinsel gehe ich direkt. Wow, also das jetzt geht viel, viel besser. Ich habe mir gedacht, zum Not könnte ich Setting Spray benutzen auf dem Pinsel, damit Farbabgabe wird besser. Aber es funktioniert richtig gut. Bin ich falsche Zodiac? Ich bin Wasser, aber irgendwie habe ich mich trotzdem für die Erde entschieden. Ah, ich bin bodenständiger Mensch. Wow, gefällt mir. Also die Farbe ist so sanft, so weich. Für mich, das ist Kaschemir-Qualität. Deswegen ich letzte Zeit nicht so neidisch beim High-End. Ich habe meine Natasha Denona gekauft. Bin ich zufrieden. Erstmal, es reicht, weil ganz ehrlich, schaut ihr diese Qualität.
Eigentlich gehe ich nicht weiter. Und das gleiche mache ich unten. Übrigens, die Palette wurde in China fertig gemacht. Hinten, ich wurde die Farbe wieder zusammen verbinden. Ich habe mir ganz tolle Pinsel gekauft. Ah, von Refa. Guckt ihr diese Pinsel. Ah, so weich, so toll. Es funktioniert wie eine, wirklich eine Stift. Hier, ich wollte mehr präzise meine innere Winkel vorn machen. Boah, ich bin so, so glücklich mit diesem Pinsel. Liebe Claudia, mein Schatz, danke dir, dass du mir geschrieben hast. Das Refa hat jetzt gerade Angebot und ich könnte so viel Geld sparen. Ich habe über diese Pinsel schon lange geträumt. Ehrlich gesagt, in meiner Wunschliste stand Hakuhoda, aber Hakuhoda ist richtig teuer. Und das ist wenigstens, man könnte bezahlen. Mit diesem gleichen Pinsel, ich könnte hier ganz präzise überall gehen. Diese Spitze, ich nehme doch weg. Also ihr seht, ich bin heute ganz kreativ. Ja, das sieht besser aus. Also hier, wir brauchen keine Katzeauge. Das gefällt mir mehr. Erstmal, ich würde Feuchtigkeit von dieser Serviette mit dieser Nude-Farbe einfach nur setzen. Dann lässt das besser sich verblenden. Perfekt. Probiere ich mit so einem kleinen Pinsel. Gehe ich hier erstmal an die Grenze von grüner Farbe. Das gleiche mache ich unten. Ein bisschen Concealer. Und natürlich Concealer mit Puder setze ich. Irgendwie an dieser Seite brauche ich auch ein bisschen das sauber machen. Mache ich das mit Puder? Ja, oh, das sieht jetzt viel besser aus. Farbe wie meine Pullover. Alles unten und oben also verblenden. Brauner Kajal auf der Wasserlinie. Ich habe irgendwie gefühlt, dass ich noch grüne Farbe ein bisschen hier noch brauche. Ich gehe jetzt ein bisschen auf meine Augenknochen. So ist besser. Wenn ich schaue gerade, dann wenigstens mein Schlupflider deckt nicht so stark diese grüne Farbe. So, wo ist meine Wunderpinsel? Es war Pinsel in einem Set, aber man könnte ihn getrennt kaufen. Japanische Pinsel. So. Das ist jetzt, das ist viel besser. Auch mit einem schmalen Pinsel, wie einem Stift. Ich wollte ganz präzise, ganz akkurat, detailliert Highlighter in meine innere Winkel auftragen, aber nicht drüber, also ein bisschen außen grüne Farbe. Also jetzt ich verblende mit diesem synthetischen Pinsel. Sauber Pinsel. Jetzt ich sage euch nicht, welche das Marke ist. Es ist einfach nur sauber, Gott sei Dank. Highlighter von Rival de Lube. Ich würde auch hier unter meine Augenbrauen benutzen. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden. Jetzt mit Mascara. An dieser Seite habe ich Mascara von Catrice Glam Doll Boost benutzt. Ich liebe diese Mascara, die ist wirklich super. Obwohl so kleine Bürste, aber macht so tolle Wimpel. Sie trennt sehr gut und ich finde, zu diesem Look passt wirklich perfekt. An dieser Seite habe ich von L'Oréal Air Volumen Mega Mascara benutzt. Hat schon mehr dickere Bürste. Macht Wimpel mehr volumig, mehr satt. Ich würde erstmal Nude Farbe auftragen. Und das ist Erde, also aus dieser Erde-Kollektion und wirklich passt zu diesem Augenlook perfekt. Übrigens, so toll gemacht. Schaut ihr bitte diese Kante, also wirklich richtig schön gemacht. Riecht so gut. Also Contouring schon sitzt. Contouring. Lip Liner. Yes. Von Essence im Nummer 05. Und jetzt. Oh, richtig cremig. Ich habe gedacht, das Pigmentieren wird mehr dick, aber durchsichtig. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden. Es könnte sein, dass ich vorher einen Lippenbalsam gehabt habe und deswegen sieht es so aus. Jetzt habe ich das wieder zweite Mal aufgetragen und es ist wirklich nicht so dieser volle Pigment, der hat
Absolut, der Kraft. Es ist wie wirklich durchsichtig, also ganz leicht. Trocknet Lippen absolut nicht, aber auf meine Lippen, wie das sitzt, ich bin nicht so begeistert. Meine Lippen jetzt letzte Zeit sehr trocknen, irgendwie ein bisschen Falten kann ich sehen. Auf meine Lippen gefällt mir nicht so ganz, also nee, sitzt so günstig, ehrlich gesagt. Ja, ich habe keine passende Lip Liner bei mir gefunden. Also die Farbe ist wunderschön. Dieser Lippenstift schmilzt einfach. Weiche Konsistenz. Und das ist das gleiche Geschichte. Es liegt bei mir fleckig. Da, wo alte Haut, schuppige Haut wurde abgegangen. Das sieht jetzt durchsichtig mehr. Es betont meine Schuppen, betont meine Falten. Also es ist leider nicht für meine Lippen. Ah. Okay, das war nicht einfach auftragen. Das, wie gesagt, das schmilzt einfach. Ah, die Farbe ist wunderschön, oder? Also die Farbe ist wirklich bombastisch. Also ich mag das und passt auch für beide Seiten. Na gut, Mädels, ich hoffe, das war für euch interessant. Schreibt mir bitte, was habt ihr probiert? Was hat euch heute angesprochen? Ob euch überhaupt diese neue Kollektion interessiert? Also, ich bin richtig gespannt jetzt auf eure Meinung. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. Ich bin extra ins Badezimmer gegangen. Hier ist andere Beleuchtung und hier diese Farbe sieht anders aus. Nicht so durchsichtig. Das ist eine Farbe. Das ist Neonfarbe oder was ist das? Oh, ich liebe es. Diese Farbe würde ich oft tragen.